Herzlich willkommen zu dieser Serie von Tutorials. Ich möchte einmal zeigen, was man alles für den Mathematikunterricht alles zeichnen kann. Ich habe hier ein paar Zeichnungsbeispiele mitgebracht, die ich in Microsoft Word erstellt habe und möchte zeigen in den nächsten Tutorials, wie man das dann auch in LibreOffice Draw selber zeichnen kann. Hier ist ein Zahlenstrahl, andere Beispiele wie Brüche oder Winkel. Dann andere Zeichnungen hier, Geodreieck, Körper, Karo-Papier und vieles weitere mehr. Ein bisschen Hintergrundwissen, das was wir machen, sind Vektorgrafiken, die wir zeichnen. Hier habe ich mal zwei Beispiele. Die Vektorgrafik, die kann ich beliebig abändern. Und was hier links zu sehen ist, eine Rastergrafik, die habe ich zum Beispiel in Microsoft Paint erstellt. Und da sieht man die einzelnen Bildpunkte. Und das führt dann auch dazu, dass ich mehr Speicherplatz brauche. Deswegen ist es empfehlenswert, wenn man etwas zeichnet, dann mit Vektorgrafiken zu arbeiten. Da sieht man dann diese Bildpunkte nicht und kann sie dann später auch noch beliebig abändern. Alle meine Videos habe ich unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das ist ein sehr offenes Format. Das heißt, du darfst die Videos herunterladen, bearbeiten, teilen oder selbst in Fortbildungen einsetzen. Wenn du mehr zu Creative Commons Lizenzen wissen willst, da findest du unter creativecommons.org etwas. Die Videos habe ich unter einem Link geteilt. Den Link findest du unter diesem YouTube-Video. Und da kannst du dann auf die Videos gehen und alle dann herunterladen.